Und heute, und da ist die Politik aus meiner Sicht sehr wohl gefordert, sind wir in einer Situation, wo das Trennende im Vordergrund steht. Das heißt, es gibt eine Entscheidung. Mutter, Vater. Und der Rest wird dann rundherum ausgemacht. Und deshalb bin ich persönlich einfach ein Freund dieses Doppelresidenzmodells, weil es eigentlich das Verbindende in den Vordergrund steht. Das, was heute ein paar Mal gesagt worden ist, Großzügigkeit wäre notwendig. Das ist einmal eine Großzügigkeit, dass für alle Optionen offen ist. Wie Sie sagen, Frau Brettner, wenn die weit auseinander wohnen, ist ein Ausschließungsgrund. Wenn Gewalt im Spiel ist, ist ein Ausschließungsgrund. Wir kennen andere Dinge, die wir jetzt gar nicht in den Mund nehmen, sind Ausschließungsgründe. Absolut, aber wahrscheinlich, ich kenne die Zahl nicht, aber die meisten, weiß nicht, leben nicht weit weg von ihren Kindern, nicht weit weg von ihren Frauen, nicht weit weg vom Freundeskreis. Und wenn ich das Verbindende habe und okay, jetzt können wir streiten, gibt es ein paar Punkte, die uns trennen, dann muss man darüber diskutieren. Aber es ist halt ein riesen Geschäftsfeld, so eine Scheidung, der in sich halt vielleicht auch ein Stück die Grundlage mit dieser Residenz und es wäre einfach immer einmal ein anderer Zugang zu der Sache, was einfach einmal die gleiche Chance für die Väter, aber um Gottes Willen auch für die Mütter, das muss man ja auch sagen. Es geht ja nicht nur um die Väter in der Situation, sondern auch um die Mütter, die auch eine Entlastung dadurch haben, die auch mehr Rechte haben und einen Anspruch haben, dass ein Vater sich darum kümmert. Wenn es nicht klappt, dann können wir streiten. Aber die Basis, meiner Sicht, bitte ich zu diskutieren. Ich bin da kein, Gott sei Dank nicht betroffen und kein Experte, aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz, der schon in der Hand der Politik liegt. Trotzdem muss ich sagen, glaube ich, dass Kinder eine Klarheit brauchen, wo sie zu Hause sein. Also das ist ja gegeben, das ist ja nicht unklar. Bei Mama und bei Papa. Jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich würde das auch sehr wünschen, dass Kinder mehr beim Papa sind. Jetzt ist der Papa sogar in der Nähe, wohnt aber bei einer anderen Frau, wo die Kinder gar nicht hinwollen. Die gehen aber nicht hin, weil sie gar nicht in diesen Wohnbereich hinein wollen. Das heißt, das ist auch sehr individuell zu lösen. Und das glaube ich auch nur aus meiner Sicht mit dieser Großzügigkeit und der Vernunft und der Vernunftbegabtheit der Betroffenen aus meiner Sicht zu lösen. Und die Kinder, die brauchen etwas, wo sie wissen, da ist die Sicherheit und da sind sie zu Hause. Und natürlich, wenn man es lösen kann, wenn es kein Problem ist, wird es kein Problem sein. Aber in so einem Fall, wenn du halt zwei Sturschädel hast oder ein Sturschädel, reicht ja schon. Einer reicht ja schon, sage ich, Entschuldigung. Aber wenn das einfach so ist, dann ist das nicht von der Politik zu lösen. Nicht alle Probleme kann die Politik lösen, aber sie kann den Rahmen vorgeben und aus meiner Sicht ist hier schon ein großzügiger Rahmen vorgegeben. Ich finde nur das Schwach, es steht in jedem, unter jedem Paragraph dann noch, also ganz zum Schluss, zum Wohle des Kindes. Ja. Meine Kinder sind 6 und 10 Jahre alt. Der 10-Jährige ist also sehr, sehr reif. Er kann sich sehr gut ausdrücken. Und so wie Sie gesagt haben, ja okay, wenn der Papa jetzt eine neue Partnerin hat und vielleicht funktioniert dort nicht und er will nicht. Wir gehen von denen aus, die Kinder wollen. Die Kinder können mit 10 Jahren nicht einmal die Meinung oder die Wünsche irgendwo äußern, wenn sie ernst genommen werden. Ja. Jugendamt kannst du vergessen. Ja. Jugendamt kannst du vergessen. Ja. Ich habe gesagt, was wollen Sie? Das war die Frage. Und die Antwort war, ich möchte meine Kinder schulerisch betreuen, mit denen lernen, zur Schule bringen, im Alltag leben. Ja. Und das ist alles. Keine Chance. Keine Chance. Das ist das, was wir meinen mit Rahmenbedingungen, die die Politik sehr wohl vorgibt. Wenn man von einem juristischen Experten beraten wird und der sagt, seien Sie bitte froh, dass Sie den einmal in der Woche zusätzlich für 3 Stunden haben. Ja, was wäre ich denn? Ich habe ja keine Chance. Und er sagt, seien Sie froh, da kann ich ja nicht einen Antrag stellen. Ich hätte gerne noch einen zweiten Nachmittag, bitte. Ich würde gerne schon, das würde ich auch machen. Ich meine, das dauert alles ewig. Naja, was machen? Für Antrag wäre eine Erweiterung des Besuchsrechts. Das wird ja nicht genehmigt. Oh, sei es mir eine Rechtsprechung, die sagt, der Vater kriegt das Kind, auch wenn das Kind möchte, der Vater möchte, er kriegt es am zweiten Tag in der Woche. Sagen Sie mir einen Beschluss. Ja, gibt schon, aber es ist nicht. Mühsam. Gibt es nicht, es ist viel mühsam. Recherchiert. Das habe ich am Anfang gesagt, es ist einfach mühsam. Vielleicht in Wien, aber in Kärnten nicht. Wien ist auch nicht besser, kein Decker. Also ich habe dort, ich sitze bei einem Richter, die Mutter sitzt da, der Vater sitzt da, jeder ist vertreten. Ja?
und auch Diskussion, wie viel Besuch und was. Und jedes Mal kommt ein Nein, ja, von der Seite. Und wenn ich einen Richter da sitzen habe, der mir dann sagt, naja, was wollen Sie? Sie sind angewiesen auf die Mutter, vor der Mutter. Ich bin jetzt da kurz vor der Pensionierung, ich habe noch nie irgendwelche Beugestrafen verhängt wegen Besuchsblockaden und das werde ich auch nicht machen. Das sagt in Anwesenheit der Mutter. Naja, ich meine, Entschuldigung, da brauche ich nicht, was soll sich da ändern? Nichts. Also und solange ich eben die Verantwortungsträger habe, es gibt viele etliche, die bemühen sich sehr. Und dann gibt es aber eine nicht so kleine Anzahl, die, weiß ich nicht, was die tun, bemüht sich nicht. Ja? Und in Anwesenheit der Mutter zu sagen, ich bin eh nur angewiesen, ja, dann ist ein bisschen zu wenig. Ich meine, der hat einen Auftrag, also Pflegschaftsgericht hat eine Garantenstellung für das Kindeswohl. Und irgendwie muss er was handeln. Ja? Ich kann nicht nur, das ist schon. Ich habe mit einer Richterin vom Rekurssenat gesprochen, telefoniert, weil mich das maßlos aufregt. Da haben wir jetzt, der Kleine ist jetzt 7 Jahre und im 7. Rekurs, und jedes Mal schreiben sie hinein, die Mutter soll sich vor Augen halten, weil es könnte zum Obsorgeentzug führen. Ja, das steht jetzt das 7. Mal drin. Das ist mir jetzt einfach so blöd. Ich rufe jetzt einfach an, weil der Kleine ist 7 Jahre und da möchte ich einmal mit der Senatsvorsitzenden reden. Sage ich, wie oft schreiben Sie das jetzt nur eine? Die wird sich nicht ändern. Ja? Und jetzt, das heißt von 7 bis 14, ja, weil dann wird der Akt geschlossen, ja. Werden Sie den Akt jetzt nochmal haben? Naja, wir überlegen eh immer, was wir besser machen können. Na gut, aber dann kann das Pflegschaftsgericht zusperren. Weil dann brauche ich auch Verhandlung, fragt die Mutter, lassen Sie Kontakte zu und sagt nein, na, dann kann sich der Vater einem anderen Leben zuwenden. Ja? Also. Die Politik ist dort, wo es um die Umsetzung der Kinderrechte geht. Ja, dort ist sie gefragt, um die Umsetzung. Und wir haben ein Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder eingeführt mit 6 Artikeln von 58. Und das wichtige Rechte sind nicht enthalten. Und da hat sehr wohl die Politik mit. Warum nimmt man zum Beispiel ein Grundrecht auf Gesundheit nicht hinein? Warum? Das hat alles mit Gesundheit zu tun. Das sind die Kinder, deren Entwicklung, psychische Entwicklung. Ja? Grundrecht auf Gesundheit findet sich nicht im Bundesverfassungsgesetz. Warum nicht? Das ist auch Politik, nicht Politik. Ja? Es findet sich auch nicht der Artikel, 5, 6, wo drinnen steht, der Staat hat für die Umsetzung zu sorgen der Kinderrechte, weil sonst ist ja alles nur geschrieben. Ja? Das ist nicht schreiben. Auch Sie, dass Sie nicht nur die Frauen, dass Sie nicht irgendwie sozial abrutschen, das ist meine Meinung. Ich meine, die Einleitung, ich liebe das, ich nehme immer so voll damit, weil dort steht immer alles, wie es sein soll. Ja? Dort schreibt die Frau Bundesminister, schreibt hier, überhaupt hat heute anders als in früheren Zeiten das Wohl des Kindes Vorrang und anstelle des in früheren Zeiten vor Gericht geführten Kampfes ums Kind steht heute das Recht des Kindes auf beide Eltern im Mittelpunkt. So sind die gemeinsame Obsorge beider Eltern und der regelmäßige Kontakt zu den Eltern, zu dem Elternteil, mit dem es nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, zu einem selbstverständlichen Recht des Kindes geworden. Finde ich nicht. In der Realität finde ich es nicht. Ja? Und ich habe das letztens einen Rekurs beigelegt, ja, damit man das sieht. Ja, dieses Missverhältnis, es steht am Papier und es ist aber anders und das stimmt. Ja. 90% der Fälle funktionieren. Das sind Scheidungsvergleiche, die werden statistisch erfasst. Ja, und 14 Tage nachher wird das Besuchsrecht abgeändert und der Antrag steht auf Änderung. Genau, so ist es. Ja, das funktioniert nicht. Ja, ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich etwas sehr Positives an dieser heftigen und lebendigen Diskussion auch feststellen möchte. Nämlich, es entwickeln sich unsere Bilder von Familien in der Gesellschaft weiter
und es entwickelt sich das Selbstverständnis der Väter weiter. Und das ist ja etwas grundsätzlich sehr Positives. Väter kümmern sich heutzutage wesentlich mehr um ihre Kinder, wissen, dass sie Verantwortung für deren Entwicklung haben. Wir wissen aus der Bindungsforschung, dass Väter unentbehrlich sind für die Entwicklung ihrer Kinder. Väter können ihre Kinder wickeln heutzutage, Väter gehen in Karenz, Väter können kochen und all das, könnte ich vermuten, ist in der Gesetzgebung noch nicht enthalten. Diese Kernkompetenz der Väter, die allemal der Kompetenz der Mütter schon sich annähert. Ich war selber bei zwei Söhnen in Karenz und weiß, zu was ich in der Lage war. Das Zweite ist, diese heftige Diskussion ist für Kinder wahnsinnig langweilig. Die streiten dann die Eltern über Stunden, Wochen, Monate, Jahre und verlieren diese Lebendigkeit, die die zwei Mädchen uns gezeigt haben. Diese Lebendigkeit, diese Beweglichkeit schmilzt dahin, die Kinder werden starr, ziehen sich zurück, ziehen sich aus ihren Peergroups zurück, werden depressiv und beziehungslos in ihren Schulklassen, in den Kindergarten, erleben psychosomatische Beschwerden, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder bekommen externalisierende Störungen, nämlich bis hin zum selbstverletzenden Verhalten. Je länger die Diskussion dauert, desto größer ist das Risiko. Deswegen brauchen Kinder schnelle, klare, eindeutige Lösungen. Das heißt, diese Diskussionsprozesse müssen kurz gehalten werden, damit die Kinder diese an und für sich schon so schwierige Situation gut überstehen. Jahrelange Rosenkriege, und das erleben wir bei unseren Klienten an der Abteilung häufig, sind destruktiv. Also wir alle haben eine große Verantwortung. Danke. So, ich sehe jetzt ein paar Klienten von uns, nämlich von den Beratungsstellen im Publikum, deshalb gebe ich jetzt gleich zu dir. Die brennt es, glaube ich, schon. Ja. Ja, es steht ja im 138er, wo es Kindeswohl drin steht, es soll eine sichere Bindung zu Bezugspersonen sowie auch diese zu erhalten, sollte gewährleistet sein. Ich kann jetzt von meinem Fall sagen, mein Kleine ist jetzt knapp über 2 Jahre. Wir haben uns die Kleine war ein halbes Jahr getrennt. Ja? Die mit der Mutter das mit der Kontaktvereinbarung außerhalb vom Jugendamt und so weiter geeinigt. Ja. Das Jugendamt war deswegen im Spiel, weil sie schon eine Tochter hat, bei der wurde ihr schon die Absage entzogen und bei unserer gemeinsamen Tochter ist genauso Missstände, sage ich jetzt einmal, was das Kindeswohl anbelangen. Die Mutter ist nachher mit unserer Tochter in eine Einrichtung gekommen, SOS Kinderdorf. Und wie gesagt, wir haben uns davor gut verstanden, wir haben uns alles ausgeredet, wir haben auch während der Trennung haben wir gemeinsam was machen können. Nur dann ist die Betreuung gekommen. Die Betreuung hat dann zu der Mutter gesagt, ich wollte halt die Kleine sehen, so wie ausgemacht, mit der Mutter, ohne schriftlich. Ja. Sagt die, na das geht nicht, weil du bist ja jetzt in einer Betreuung. Dann sage ich, warum geht das jetzt nicht? Na, es geht nicht, weil es ist jetzt eine Ausnahmesituation. Das war das erste Mal. Und dort habe ich, bin ich dann zum Jugendamt. Da war, sage ich noch einmal, mit der Dame, die beim Jugendamt war, war noch halbwegs zu reden, die hat das noch ein bisschen gemanagt. Jetzt ist sie aus diesem SOS Kinderdorf rausgekommen und ist zum dritten Mal umgezogen, das Jahr dazu sagen, innerhalb von kürzester Zeit, in eine eigene Wohnung gekommen. Sie hat mittlerweile die vierte Betreuerin und jedes Mal, wenn eine Betreuerin dabei ist, heißt es, ja, fahr auf Urlaub. Da haben wir mittlerweile schon eine Kontaktvereinbarung, ja, die vom Jugendamt geschrieben worden ist. Sagt das Jugendamt bzw. die Betreuerin, welche vom Jugendamt gestellt wird, naja, Kontaktvereinbarung, ja, du fährst jetzt auf Urlaub und Ersatztermin, schauen wir irgendwann einmal. So eine Sachen sind vorgekommen. Und das muss ich jetzt auch sagen, was das Problem ist, und jetzt ist zum Beispiel meine Kleine in einer Tagesmutter, bei einer Tagesmutter, das wird vom Jugendamt gezahlt, ja. Und wir haben, wie gesagt, vom Jugendamt eine Kontaktvereinbarung und die Betreuerin rät der Mutter, du rückst die Kleine nicht aus, wenn der Vater sie nicht zur Tagesmutter führt. So hat sie sogar vor dem Richter gesagt. Und der Richter ist noch einmal aufgegangen, ja, und hat noch einmal gesagt, erstens kommt einmal der Vater und dann kommt irgendwann einmal die Tagesmutter. Und beim Gericht waren 4 vom Jugendamt und alle 4 waren der Meinung, dass die Tagesmutter wichtiger ist als der Vater. Und was wir, weil die erste Frage war ja, wie wichtig ist Vater und Mutter?
Es ist das Nächste, wir vergessen auch Bezugspersonen, sage ich mal, wichtige Bezugspersonen. Die gleiche Mutter, wie gesagt, die erst von der ersten Tochter ist, die Absage entnommen worden, die ist bei ihrem Großvater groß geworden. Der Großvater ist leider erkrankt, das hat das Jugendamt auch wieder nicht gesehen. Somit war seine Lebensgefährtin eigentlich die Bezugsperson Nummer 1. Sprich, die kleine Tochter, also die Tochter von ihr, von meiner Ex, hat zu der Ziehmutter Mama gesagt und zu der eigenen Mutter Iris, blöd gesagt, also Namen. Ja? Und jetzt ist der Vater gestorben, also der Großvater von der Kleinen, und die Tochter ist jetzt zu ihrer richtigen Mutter gekommen. Und vom Jugendamt ist wiedergekommen, du musst nicht, also zur Mutter wurde gesagt, du musst die große Tochter in dem Fall nicht zur Ziehmutter bzw. zur Bezugsperson Nummer 1 bringen. Es wäre sogar vernünftig, wenn du diesen Kontakt ein bisschen minderst. Ich kann Ihnen sagen, im letzten Jahr ist sie im Dezember weggekommen, die kleine Tochter, und hat bis seitdem 10-mal die Ziehmutter gesehen. Und da denke ich mir nachher, wir haben mehrere Probleme, nicht nur die Gesetzesgebung, sondern auch wie das Jugendamt und die fürs Jugendamt arbeiten, dieses Handhaben, weil im Gesetz steht teilweise das schon drinnen. Und wenn das so drinnen steht, in dem Sinne, dass ich eine Bindung zu wichtigen Bezugspersonen und diese aufrechterhalten sollte, dann frage ich mich, wir müssen also mal beim Jugendamt, beziehungsweise die Institutionen, die eigentlich für das Kindeswohl, und das hat für mich noch kein Kindeswohl, wenn das Kind ihre ganzen Bezugspersonen verliert. Und bei der großen Tochter war es echt schlimm. Also erst ist sie einmal von der Mama weggekommen, weil die Mutter einfach nicht fähig war. 5 Jahre ist sie immer hin und her gerissen worden. Jetzt hat sie dann ihren Ziehvater verloren, also ihren Großvater, und einen Monat drauf ihre Ziehmutter. Und dann bei der Mutter, bei der richtigen Mutter, die sie alle Monat vielleicht einmal gesehen hat, weil sie sich nicht wirklich darum gekümmert hat, die hat nur das auffällig, verhaltensauffällig und so weiter. Und das Jugendamt rät Kontaktrecht. Warum? Also da, wir müssen einmal dort anfangen, die das ausüben. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ganz kurz, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, das Jugendamt arbeitet für die Mutter, gegen den Vater, nicht fürs Kind. Das ist einmal ordentlich. Und das hat man beim Gerichtstermin so auch gehandhabt. Und das leider ist vom Jugendamt, wenn die oder der Bericht, was geschrieben wird, vom Jugendamt oder vom Betreuer, immer wie wichtiger, als wie was der andere sagt. Und das ist das Problem. Wir haben das Problem, dass eben für die Mutter gegen den Vater nicht fürs Kind gearbeitet wird. Und das ist das Schlimme. Und da kann man, glaube ich, noch so viele Gesetze umschreiben, wie man will. Okay, aber Sie werden jetzt bitte nicht erwarten, dass ich zu diesem komplexen Fall, irgendwas dazu sage, weil dann müssen wir den aufarbeiten. Nein, das ist schon klar. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Sache. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass Jugendämter wirklich mit so komplexen Sachen immer wieder zu tun haben und ganz, ganz schwierige Entscheidungen aber auch. Aber was Sie ausbringen wollten, ist, dass es nicht fürs Kind gearbeitet wird. Dass das Kind nicht im Vordergrund steht. Also das will ich jetzt, ich meine, ohne diesen speziellen Fall einzugehen, der Aufwand, wir kennen jetzt jeden Einzelfall wahrscheinlich besprechen, da werden wir wahrscheinlich nicht fertig werden, aber der Auftrag und der gesetzliche Auftrag ist, für das Kindeswohl zu arbeiten. Und aus meiner Sicht arbeiten wir auch daran, dass das in diesem Sinne so erfolgt, aber es ist natürlich immer schwierig und immer mit einer enormen Emotionalität. Frau Magister kann nicht richtig sagen, das steht auf dem Papier, aber diese, die das ausführen sollten, arbeiten anders. Das ist das Problem. Ganz ad hoc, zwei Sätze dazu, Sie haben völlig recht. Aus entwicklungspsychologischer Sicht spielt für Kinder in Krisenzeiten die Bezugsumgebung und andere Bezugspersonen und kontinuierlicher Kontakt dazu eine ganz wesentliche Rolle. Gut, danke. Ich gehe jetzt gleich mal ins Publikum weiter, weil da haben wir jetzt noch ein paar Wortmeldungen gehabt und dann gehen wir wieder. Ich schicke mal eins voraus. Wer schützt eigentlich das Kind vor Behämmern und vor Instrumentalisierung der Mutter? Also meine Ehe ist im 2007er Jahr geschieden worden und wir haben damals eine sehr ungespannte finanzielle Situation gehabt, weil wir müssen alles zahlen, Hausraten, Alimente und so weiter. Anwalt habe ich mir leider keinen leisten können. Jetzt bin ich eigentlich in diesen Institutionen dort entstanden einmal. Gell? Und ich habe ein Jahr zu meiner Tochter ein gutes Besuchsrecht geführt. Dann habe ich eine nette Freundin gehabt, das hat meiner Ex-Frau nicht gepasst. Dann hat sie angefangen, das Kind einfach nicht mehr rauszugeben. Das Kind war krank, sie hat es einfach nicht mehr ausgegeben.
So, noch drei anstrengende Gerichtsverhandlungen, wo ich schon da gestanden bin, vor vollendete Tatsachen, also das Jugendamt und die Richterin, die haben sich hinter meinem Rücken schon abgesprochen gehabt, die haben eigentlich, ich bin dort gesessen, die Richterin hat mich nicht gehört, sie hat eigentlich nur ihren Beschluss, den sie schon vorgefasst hat, hat sie dort durchgesetzt. Ich habe zur Richterin gesagt, für was ist sie da, dann schicken sie mal den Beschluss an. Aber ich habe nicht aufgeben, das Jugendamt hat dann festgestellt, dass meine Tochter mich sehen will. Jetzt hat das Jugendamt aber gesagt, ja, Frau Richterin, die Tochter will den Herrn Allmann doch sehen. Und jetzt haben wir eine neue Situation gehabt. Und dann habe ich einen Gerichtsbeschluss gekriegt auf Besuchsrecht. Und wissen Sie, was meine Ex-Frau getan hat? 24 Stunden im Tag hat sie daheim das Kind gehämmert, dass sie den verantwortlichen Personen sagen muss, sie will den Vater nicht sehen. Jetzt habe ich keinen meinen Beschluss, wissen Sie, wohin schmeißen. Also das war mir jetzt wichtig, das einmal zu sagen. Also wer schützt uns Väter jetzt? Weil die Mutter hat ja 24 Stunden im Tag das Kind bei sich und ich habe das der Richterin gesagt und gesagt, das ist so. Ich meine, wo ich meine Rechte bitte. Wer schützt die Kinder vor dieser Kriminalisierung und vor Absprachen, weil ich habe eine faire Gerichtsverhandlung verdient. Nicht, dass ich schon vor einem Beschluss stehe, der schon fast ist. Das war mein Ich denke, die Frau Dr. Brettner kann diese Eindrücke heute von der Veranstaltung mitnehmen, weil jetzt auf jeden Fall einzugehen, war wirklich ein bisschen, ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich gehe jetzt von der Weiter. Bitte. Mir ist ganz wichtig, dass man nicht, dass es nicht transportiert wird, dass es da nur Einzelfälle sind. Es sind schon ganz viele Einzelfälle. Ja, aber da geht es also Aufklärung, dann Schulungen. Ja, also wir versuchen, dass es ja genau dieser Eindruck soll dann gemacht werden. Jugendämtern in Schulungen zu bringen, natürlich Bewusstsein bei den Gerichten auch zu. Das ist ein Entwicklungsprozess. Das sogar ein genau so wie sich die Erziehung vor 20 Jahren ganz anders gestaltet hat, als die heute. Das ist instrumentalisiert. Weil immer, wenn die Mutter da war, hat sie gesagt, sie will den Papa nicht sehen, war die Mutter nicht dabei, hat sie den Verantwortlichen gesagt, ich will den Papa doch sehen. Also, wer schützt jetzt auch uns Väter vor dieser Instrumentalisierung von die Mütter? Die macht damit. Darf ich mal kurz zu Wort melden? Diese Schicksale, die da jetzt erwähnt wurden, sind alle ernst zu nehmen. Aber ich meine auch, meine Sparte ist die Psychologie, das ist eine Seite. Wir können das nicht diskutieren und ich komme mir jetzt vor wie in einer Beratungsstelle. Ja. Heute sollte eigentlich eine Podiumsdiskussion stattfinden und zwar zum Thema die Auswirkungen von Trennung auf die Vater-Kind-Beziehung. Das bringt uns, denke ich, nicht weiter, weil wir jetzt Einzelfälle diskutieren, ohne die Gegenseite zu hören. Das wäre nur fair. Sonst sind wir wirklich so in Vereinen, wo wirklich gestritten wird. Ja. Und ich denke mal, wir haben also ein hochprofessionell besetztes Podium. Wir sollten als Primarius Oberlehrer versucht, denke ich, schon die ganze Zeit wirklich auf das Thema einzugehen, wie geht es Kindern bei Trennungen. Und über das hätte ich gern heute mehr. Kommt dann. Ja, aber wir haben jetzt eineinhalb Stunden. Ja, ich muss nur das Publikum noch fertig schauen. Und dann gehen wir aufs Podium. Ich bin auch von weiter angereist, habe mir von der heutigen Veranstaltung mehr erwartet. Und wenn wir nicht voll zum Thema kommen, dann gehe ich sehr enttäuscht heute auf dieser Veranstaltung. Ich darf noch etwas sagen, bitte. Ja? Vom Podium her, wenn also Anwälte und Mediatoren da gegen Richter und gegen Jugendämter ein Bollwerk loslassen, ja, wie soll man denn weiterkommen? Da die Frau Landesrätin, Landeshauptmannstellvertreterin ganz recht, Bewusstseinsbildung machen. Genau. Und ich meine eher, genau darin passiert halt das, was nicht passieren soll, nämlich emotionalisieren. Wir sollen kalt werden. Das passiert aber draußen nicht. Wir versuchen, Moment, wir sollen ja versuchen, konstruktive Lösungen zu finden und wollen. Und das abschließend jetzt bitte, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Genau, da haben wir jetzt ja. Stellt man schon ein bisschen vor, auf den ich her, also was der Herr Primarius da erzählt, wie es Kindern geht, dann, was in der Kindheitssituation erlebt wird, im Erwachsenenalter sich auswirkt. Das sollen auch wir Väter anhören. Ich möchte jetzt nur da setzen. Ja, nein, es wird aufgenommen und ich sage jetzt da, ich möchte das jetzt da richtig stellen. Es wurden zu dieser Veranstaltung heute, ja,
SOS-Kinderdorf. Es waren insgesamt 80 Personen, 80 Organisationen, darunter Jugendamt, Gerichte, Kinderjugendanwaltschaft des Landes Kärnten, das Bundesministerium für Familie, ein Vertreter von dort, das Bundesministerium für Frauen, das Bundesministerium für Justiz. Es wurden alle eingeladen, es sind nur Absagen, bis gar keine Antworten gekommen. Das einmal zur Klarstellung. Ja. Gehe natürlich auf die Publikumsfragen ein und es kommt dann noch schon eine Runde fürs Publikum. So, was hilft uns nicht weiter, Lebensgeschichten zu hören? Das hilft uns nicht. Ich glaube, das wissen alle nur, es wollen alle einmal. Ja. Ja, bitte. Erstens möchte ich sagen, dass das ein Thema ist, das total emotional ist. Man kann ja nicht Emotionen herauslassen. Als Frau möchte ich sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder Mann, der hier sitzt, ganz genau weiß, wie es den Kindern geht. Und als Frau, es ist leider so, dass viele Mütter das total missbrauchen, ihre Macht, das haben wir eh schon gehört. Und dass es oft leider die Frauen sind, denen es vollkommen wurscht ist, wie es dem Kind geht. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, weiß das. Dass das Kind im Mittelpunkt steht, aber es wird überhaupt nicht so gehandhabt, leider. Und was ich noch sagen wollte, das regt mich so auf, wenn ich das höre, das Kind will nicht zum Vater, weil er eine neue Partnerin hat, weil es wird nie gefragt, ob die Mutter einen neuen Partner hat. Und die haben fast, also den wir kennen, haben fast alle einen neuen Partner. Und das ist für die Kinder ganz schwer und das ist ganz wurscht, da wird nie gefragt. Aber es wird immer nur auf die Väter, was die alles nicht können oder... Also es ist ein ganz emotionales Thema, sogar für mich als Frau. Was wir da mitmachen, seit Jahren... Klarstellen, dass ein Großteil der Mütter jetzt dem Kind auch was Gutes wollen, weil es tut mir, dass alle Mütter jetzt, also wie sie das gesagt haben, überhaupt nicht wenn sie ein Wort ausspielen, so ist es nicht. Das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, aber ich glaube, das bringt uns heute wirklich nicht weiter. Ich war wirklich so Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, in diesem Raum wissen die Väter sehr wohl, was ja, das Kindeswohl wäre. Und es sind in diesem Fall, glaube ich, oft genau die Mütter, die Macht missbrauchen. Nicht gesagt alle Mütter. Ich würde das nie machen. Ja, also wir nehmen da immer das so ganz fokussiert ein, zwei Fälle heraus oder für eigene Betroffenheit. Das hilft uns im Gesamten nicht weiter. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Und ich will auch sagen, dass wir so wesentlich heranfahren. Wie geht es noch zu euch? War und dann gehe ich wieder aufs Podium mit einer wesentlichen Frage, so wie Sie das formuliert haben. Bitte. Oder? Ja. Also ich denke, solange die Politik nicht die Gleichstellung der Eltern nach der Trennung schafft, wird es immer wieder Probleme geben. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht seit 3 Jahren, ich brauche nicht zum Jugendamt zu gehen, weil die Mutter alleine Hauptsorge besitzt. Ich kann mich schon drehen, wenn ich zurückgehe. Sinnlos. Ja, kann nur zum Gericht gehen. Ja, und wieder Geld ausgeben und dann, so wie der Herr gesagt hat, das dauert dann ewig, das hat keinen Sinn. Ja? Also das heißt, wir brauchen unbedingt eine Gleichstellung der Eltern in Bezug auf die Kinder nach der Trennung. Streitereien kann man nie ausschließen. Nicht? Aber wir brauchen eine Gleichstellung. In dem Moment, wo ein Elternteil alle Rechte hat, kann man was er will. Ich kann ausmachen, dass ich mein Kind abhole, sie ist nicht da. Ich kann erfolgen. Ich mache Urlaub aus, sie ist nicht da. Ich warte 2 Tage, 3 Tage, sie ist nicht da. Gibt es keine Folgen? Nichts. Genau, das ist ein großes Problem. Wir brauchen eine gesetzliche Gleichstellung und das ist die Basis. Und dann kann man weiterschauen. Das ist meine Meinung. So, der Grund ist ein großes Lob an die Frau Mr. Gahnköll, das sehe ich auch so. Das Problem ist, die Theorie der Gleichberechtigung ist de facto vorhanden. Nur ein Riesenproblem ist die Umsetzbarkeit. Ja, genau. Vielleicht ganz kurz zum Skizzieren. Ich habe die Trennung gehabt, die Scheidung war Anfang 2009, weil sagen wir damals gerade 5 Jahre. Mittlerweile ist der Akt 309 Seiten. Der Richter ist sehr bemüht. Es war vom Jugendamt eine sehr gute Therapeutin dabei, von der Familiengerichtshilfe, eine klinische Psychologin und eine Sozialarbeiterin. Die haben alles ihr Recht gegeben. Ich habe eine Erweiterung auf Besuch gekriegt, vom Mittwoch bis Montag. Sie, meine Ex-Frau, ist in Rekurs gegangen, Oberlandesgericht, 3 unabhängige Richter zurückgewiesen worden. Das ist bei ihnen an einer Hahn herbeigezogen, instrumentalisiert, Loyalitätskonflikte. Mein Sohn ist befragt worden von allen Institutionen, Richter, Familiengericht und Jugendamt.
Und im Endeffekt, was bleibt dann übrig, wenn ich nicht die Chance habe, eine Beugehaft, eine Strafe, Beugestrafe oder vor der Polizei zu kommen? Und dann will ich, bevor mein Sohn leidet, der ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt, und der hat ganz klar gesagt, Papa, du, die hassen dich, ja, was soll man da machen? Oder mein Ex hat auch gesagt, am liebsten würde es, wenn es die nicht geben würde, ich könnte aus meiner Vergangenheit streichen, und trotzdem bin ich ein Papa. Und ich will genauso, ich bin jetzt glücklich verheiratet in zweiter Ehe, meine Ex-Frau ist das dritte Mal verheiratet, hat 5 Kinder, 2 Stiefkinder, 2 Enkel, hätte genug Action, ich will absolut nicht meinen Sohn ihr wegnehmen, sondern ich will einfach Verantwortung übernehmen, ich will Hausübung machen mit ihm, ich will nicht nur ein Wochenende-Papa sein, wo man coole Dinge erlebt, sondern ich will mit ihm auch den Alltag leben, mit all den Herausforderungen. Und was kann ich da tun? Und jetzt irgendwann ein Stück, weiß ich nicht, hat der Richter gesagt, ja, lieber Richter, alles okay. Ja, nein, sind Sie froh, machen wir keine Beugestrafe, sind Sie froh, dass wir überhaupt ihr Kind sehen. Und ja, kann ich jetzt eine ganz gute Harmonie. Und, ja, das war jetzt ganz ein guter, danke dir. Ich habe jetzt einen ganz einen guten Übergang, nämlich zu meiner nächsten Frage ans Podium. Da, ich schließe jetzt beim Primarius Dr. Oberlehrer an, an Ihre Wortmeldung vorher. Ich möchte jetzt einfach wissen, das betrifft ja mich als geschiedenen Vater jetzt genauso und alle wahrscheinlich, die dort erinnern sind, wie gehe ich denn mit dem Thema Trauer um? Wie gehe ich als Vater mit der Trauer um, dass ich mein Kind nicht mehr so regelmäßig sehe? Wie kann ich aber auch dem Kind vermitteln, wie, dass das Kind mit der Trauer zurechtkommt, dass es eben den Papa oder auch die Kindsmutter nicht mehr so oft sieht? Kommt ja das andere auch vor. Wir haben ja zum Beispiel in den Beratungsstellen auch 10% weibliche Personen, wo das genauso vorkommt. Ich möchte jetzt einfach mal das Thema Trauer in den Mittelpunkt stellen und möchte vielleicht beim Primarius Dr. Oberlehrer anfangen. Also dass Trennungen, Schmerz und Trauer beim Kind, aber auch bei den Eltern verursachen, ist völlig klar. Und ich glaube auch, dass diejenigen Eltern, die sich in diesem Scheidungskonflikt wiederfinden, mitunter unglaublich traurig sind, dass ihnen diese Familie zerbrochen ist, dass die Ehe zerbrochen ist und dass sie in den Konflikten vielleicht sogar jegliche Kultur über Bord geworfen haben, weil nur mehr gestritten wird und das, was an ursprünglicher Zuneigung und Liebe einmal da war, leider verloren gegangen ist. Ich glaube, dass die Möglichkeit ist, wenn es eben um die 75% jener Familien geht, bei denen keine konstruktive Lösung vorhanden ist, dass man sich da an Beratungsstellen und an unterstützende Institutionen unweigerlich wenden sollte. Weil man einfach spüren muss, man kommt an die eigenen Grenzen, an die eigenen Fähigkeiten, diese konfliktreiche Situation konstruktiv zu bewältigen. Was ich mir von unserer Seite vorstellen könnte, ist die Ergebnisse der Scheidungsforschung, und das sind jahrzehntelange schon vorhandene Forschungsergebnisse, und die Ergebnisse der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung ganz bewusst jenen Institutionen anzubieten, die bei den Entscheidungsfindungen eine wichtige Rolle spielen. Also den Richtern, also den Jugendamtsmitarbeiterinnen, also den Politikerinnen. Und das, was ich halt nochmals erinnern möchte, Trauer, Schmerz ist aushaltbar, wenn es zeitlich kurz ist. Wenn das sehr, sehr lange ist, ist der Schmerz ein unendlicher und es kommt aufgrund der langen Dauer zur Entfremdung von wichtigen Bezugspersonen. Das heißt, kurze Trauer ist erträglich, jahrelange Trauer ist traumatisierend. Okay. Ich möchte anschließen, die Trauer ist, mit der muss man umgehen, mit der ich glaube, dass das Wichtigste Gespräche sind, also Gespräche auf verschiedensten Ebenen, die man auch durchaus mit Freunden, mit Verwandten, mit einem Vertrautenkreis führen kann. Aber darüber hinaus können wir anbieten, also Expertinnen und Experten in unseren Einrichtungen, Kinderschutzzentren zum Beispiel, die hier als Anlaufstelle dienen können, die wir auch kostenlos zur Verfügung stellen. Und was ich gerne hier aufnehme, das Angebot, diese Scheidung, die Forschung über Trennung und Scheidung, dass wir
solche Angebote gerne annehmen und auch Fortbildungen machen. Weil das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil die Gesellschaft entwickelt sich enorm rasant. Es gibt verschiedenste Formen des Zusammenlebens, es gibt verschiedenste neue Erkenntnisse. Und wir machen das auch regelmäßig, dass wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendämter Fachtagungen abhalten, um das Wissen auch immer wieder zu erweitern. Also das Angebot nehme ich gerne an, dass wir das mit aufnehmen. Und wichtig natürlich auch, die juristischen Partner mit aufzunehmen. Also Juristen, die ja tagtäglich auch damit zu tun haben, auch Lehrpersonal, also alle, die mit Kindern zu tun haben, dass wir diese Informationen weitergeben und das einfach weiterentwickeln. Darf ich vielleicht ein typisches männliches Muster kurz beschreiben, das in dieser Trauersituation gar nicht so selten vorkommt? Der Vater, vereinsamt, fängt an, sich ein Glas Wein einzuschenken und am nächsten Abend sind es zwei und sind drei und nach zwei Monaten braucht er jeden Abend zwei Flaschen Wein. Und wenn der das so nicht abstoppt, hat er Alkoholprobleme an. Und das passiert leider Gottes ziemlich häufig. Ja? Und das ist also ein nicht taugliches männliches Muster, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich bin sehr froh, dass es heute viel mehr Möglichkeiten gibt, jemanden zu kontaktieren, mit dem man darüber reden kann. Weil wenn man mit der Thematik ganz mit sich allein ist, ist das wirklich gefährlich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also das mir ist das auch passiert. Also in dieser Trauersituation nach zwei Monaten war es auch bei mir so, dass ich zwei Flaschen Wein am Abend gebraucht habe. Und dann habe ich gesagt, hey Aspern, jetzt wachst du aber auf. Das kann ja nicht so weitergehen, Gott sei Dank. Weil das ist unheimlich gefährlich. Gerade in der Situation kann man unheimlich schnell wirklich in ein Riesenproblem einschlittern. Und dann hat man ja überhaupt komplett verspült. Also wenn man alkoholabhängig auch noch ist, na dann schön. Also ich kann da ganz eindringlich davor warnen und andere Wege zu suchen. Ja. Ja. Trauerarbeit durch einen Verlust. Ist stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor in der Situation, wie Sie das beschreiben. Und Trauerarbeit geht, glaube ich, ganz gut, oder ist ganz, kann man ganz gut machen, wenn was abgeschlossen ist. Die Herausforderung ist, wie kann ich das eigentlich einen absolut lebenden, hochemotionalen Konflikt machen und gleichzeitig Trauerarbeit, was ja eigentlich eine Abschlussarbeit ist, die mich auf ein neues Leben, befreites Leben vorbereiten soll. Aber so wie ich das heute ausgehört habe, ist, glaube ich, keiner bereit, den Abschluss zu machen, sondern ist eher in der Kampfposition. Da fehlt mir die Idee, wie man das, den gordischen Knoten löst, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich weit weg von Lösungsideen. Ich weiß nicht, ob Sie da wirklich einen Ansatz gibt, wie man da. Ich denke, das sind die Mediatoren gefragt, die ja tagtäglich mit diesen Themen konfrontiert sind. Gut, wir sitzen heute hier, weil es zwischen den Müttern und Vätern hinsichtlich der Realisierung der Obsorge also Unterschiede gibt, nicht? Und diese Unterschiede, die bringen eben diese Trauer bzw. diesen Schmerz an den Tag. Ich möchte es aber jetzt nicht negativ behaftet sehen, weil ich weiß schon, das ist nicht einfach, aber der positive Gedanke bewegt Berge. Und wenn es nur eine kleinste Möglichkeit eines Dialoges gibt, schaut, dass dieser Dialog fortgeführt wird. Vielleicht entwickelt sich dieser Dialog dann so weit, dass man eine Mediation angehen kann. Bei der Mediation müssen natürlich also beide zustimmen. Das ist ganz was Wesentliches, nicht? Es kann nicht nur einer zur Mediation kommen und dort also seine Wünsche äußern. Das, obwohl es also verschiedene Mediationsmodelle gibt, in Amerika funktioniert das zum Beispiel so, aber bei uns nicht. Wenn es diesen Dialog gibt und gut, der Gedanke ist vielleicht in der Richtung, also sucht diesen Dialog, schaut, dass ihr ihn irgendwie aufgreifen könnt und weiterentwickeln könnt und wenn es möglich ist,
ihn zu einer Mediation hinführt. Und ich glaube, wenn also beide Partner schon so weit sind, dass sie dass einer Mediation zustimmen, dann sehe ich wieder grünes Licht und da kann man sicher wieder was machen. Jetzt höre ich wieder aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe nur noch rot gesehen und am Schluss dann kommen so grüne Lichter. Greift das auf? Der Dialog ist ganz was Wichtiges und der positive Gedanke. Also das möchte ich gerne mitgeben. Naja, ich möchte ein bisschen so für die Kinder sprechen. Ich glaube, was die Kinder brauchen, ist eine Orientierung und eine Wahrheit, was passiert ist mit der Familie. Ja, häufig wird auf die Kinder vergessen, denen die kriegen nur Fragmente mit, den Rest bilden sie sich in ihrer Fantasie zusammen und das ist manchmal um einiges schlimmer als die Realität. Das heißt, eine gemeinsame Wahrheit, die schon unterschiedlich von den Gefühlen her gefärbt sein kann. Nicht? Also ist meistens wieder einer das Ende der Beziehung und der andere nicht. Und das kann man den Kindern dann schon auch so mitteilen. Sonst habe ich weniger mit trauernden Vätern zu tun, als vielmehr mit Vätern, die dann irgendwann alleinerziehend werden und die dann anklopfen und um Unterstützung bitten, weil sie einfach in dieser Rolle ganz neu gefordert sind. Und manchmal dann auch erst erkennen, was es wirklich heißt, Kinder zu erziehen. Ich glaube, da in der Reihe haben wir ja einige, die diesen Weg durchgemacht haben. Ja. Bitte? Allerdings, gell? Ja. Ja. Zu Trauer. Ich kann nur sagen, dass schon viele gestandene Männer vor mir gesessen sind und einfach geweint haben. Ja? Mhm. Und da rate ich halt immer, dass man dann nicht aus sich selbst vergisst, weil ich gesagt, ein weinender Papa hat dann das Kind nichts davon. Ja, und da halt an die Selbstverantwortung ein bisschen zu appellieren, zu unterstützen, dass man diesen, sage ich mal, abnormalen Prozess, den man da durchlebt, ja, weil das ist ja, es ist für jeden Beteiligten aus der Familie, ist es eine Krise, ja, ein Chaos oder je nachdem. Und dass man da halt schaut, dass einem selber halbwegs gut geht und auch nicht davor zurückschreckt, Selbsthilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Im Hinblick auf das Kind braucht dann einen Papa, den es halbwegs gut wieder geht. Ja. Und da sollte man sich auch nicht davor scheuen, dass man auch da die Psychologen sozusagen in Anspruch nimmt, die Hilfe in Anspruch nimmt. Das mit der Mediation, ja, das ist, man, das wissen wir alle, dass das der schönste Weg wäre. Ich weiß nur nicht, wie ich manche dorthin bringe. Ja? Und es gibt, das, was mich eh ein bisschen ärgert, ist sozusagen, man erlegt den Eltern im Gesetz eine Mediation auf. Ja? Eine. Was soll in einer Mediation passieren? Nichts. Ja? Eine Mediationsstunde, für was steht im Gesetz? Keine Ahnung. Ja? Ich meine, es muss aber Mediationsziele erarbeitet werden, es muss Vorgaben, was will man erreichen, das ist unnötig. Eine Mediationssitzung, finde ich, ist unnötig, oder außergeschmissenes Geld, also ich weiß nicht, müssen bis 5, 6, 10, keine Ahnung. Ja, und das müsste meiner Meinung nach verpflichtend sein. Ja? Kinder werden ungefragt in Therapie gesteckt, oftmals, und die Eltern nicht. Und da frage ich mich, das kann es nicht sein, bitte. Ja? Also warum? Ja, Mediation ist freiwillige Basis. Ja, aber wenn es wer nicht kapiert, dann muss man schon ein bisschen Zwang, so wie jetzt mit Zwang verpflichtet, aufwenden, um den Eltern dann dort das, weil ich kann ja auch nicht irgendwem, wenn ich sage, ich will keine Beratung, ne? Was mache ich mit dem? Also, es gibt einfach, die Elternschaft umfasst einfach eine Verantwortung. Ja? Und wenn derjenige meint, er muss das nicht, ne, dann muss derjenige, der dafür zuständig ist, und ich fahre kein Bollwerk gegen Richter, ich möchte, bitte? So habe ich es empfunden, gestatten Sie mir das. Ja, ja, nein. Mir geht es darum, dass die Verantwortungsträger, die dafür zuständig sind, einen Beruf Ärzt und Wahrheit, also
ausüben und die Verantwortung wahrnehmen. Das hat jetzt nicht nur, das hat nicht nur die Richter, das haben auch die Psychologen. Ja, ich habe da auch Beispiele da, wo Psychologen sich hergeben, an Zero schreiben, einen. Nein! Diskriminierung gibt es in der Gesellschaft. Das ja, darum meine ich gerade im Zusammenhang mit Kinderrechten ist die Verantwortung jeder Professionalität, das habe ich am Anfang gesagt, gefragt. Und ob der jetzt Richter ist, Sachverständiger oder Psychologe. Ja, um das geht's. Und es gibt furchtbare Beispiele, wo ich mich frage. Ja. Oder, ja. Bitte. Ich weiß nicht, ob man verpflichtet Mediation, aber meiner Meinung nach muss man die Leute dann halt ein bisschen dorthin bringen. Ne? Naja, dazu noch Folgendes, eine verpflichtende Mediation gibt es nicht. Ja, das weiß ich schon. Das ist dann also keine Mediation mehr. Ne? Naja. Aber man könnte verpflichtend einführen, dass die Konfliktparteien eine Sitzung, zwei Sitzungen mit einem Psychologen hätten, nicht? Also, und er schaut sich die Situation an. Also das Mediator kann da, einer will, der andere nicht. Was, ja, aber vielleicht das bemerkt er nicht, aber eines ist gar nicht schlecht, das ist eine Mediation. Es ist so, wie wenn man sagt zum Kind, es kostet einmal das Essen, dann kostet ein Löffel, sagt, genau. Ist das total super, und sagt am Anfang, ich will nicht. Der Psychologe könnte dann die zwei Konfliktparteien so weit bringen, dass eine Mediation bei den beiden so anregt, nicht? Und die zwei dann einverstanden sind, Herr Prima, dass man eine Mediation macht. Kinder schauen ihren Eltern ganz genau zu, wie die mit Krisen umgehen. Das heißt, Eltern haben eine Vorbildwirkung und Kinder können sich mit deren Skills, mit Krisen umzugehen, identifizieren, was lernen oder nichts lernen. Das heißt, der erste Appell ist, dass die Eltern in Krise Verantwortungsbewusstsein aufbringen, was sie ihren Eltern ihren eigenen Kindern vorleben. Wir erleben das oft, dass wir in Krisen die Patientinnen an die Abteilung führen, eruieren Scheidung der eigenen Eltern, führt zur Scheidung in der nächsten Generation und führt zu beziehungsunfähigen Kindern in der dritten Generation. Wir geben unsere Muster über Generationen weiter. Ich möchte jetzt noch vielleicht so schön langsam zum Abschluss kommen und möchte noch aber zum Schluss ein Beispiel, gewohntes Beispiel aus unseren Beratungen herausnehmen jetzt. Das ist nämlich in den Diskussionen, auch in den letzten Tagen im Radio, ich bin angerufen worden dann von ein paar Klienten und gesagt, warum habt ihr denn das nicht angesprochen und so weiter. Und so habe ich gesagt, ja, wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, dann Redezeit, alles kann man da nicht unterbringen. Aber bin dann gebeten worden, heute auch so ein Beispiel zu bringen. Da geht es nämlich, und wie gesagt, das haben wir des Öfteren, um die besagten Unterhaltsberechnungen. Ja. Ich habe da ein Beispiel herausgenommen, weil das gerade aktuell ist bei uns in der Beratung. Habe das auch vorher abgesprochen mit dem Vater, dass ich es nehmen kann. Da haben wir momentan einen Vater, der einen 10-jährigen Sohn und eine 15-jährige Tochter hat. Der verdient monatlich 1400 Euro, um eine runde Summe zu nennen. Dabei bekommt er dann der 13. und der 14. Monatsgehalt bei der Berechnung des Unterhalts noch dazu. Da sind wir auf 1600 und ein paar zerquetschte. Jetzt zahlt er für das 10-jährige Kind 18%, das sind schon einmal 293 Euro. Für die 15-jährige Tochter zahlt er 20%, dann haben wir noch einmal 326 Euro, dann hat er schon einmal einen Unterhalt, nur 630 Euro zu zahlen. Verbleiben ihm 779 Euro netto. Da ist zwar noch keine Miete weg, da ist noch kein Auto weg. Wenn man da jetzt durchschnittlich das hernimmt, Mietkosten, Autokosten, sind schon 500, 600 Euro weg, dann bleiben diesem Vater zum Leben 180 Euro gerade aus. Jetzt frage ich, wie soll man das finanzieren? Nehmen wir das gleiche Beispiel her, die Mutter, jetzt nicht falsch verstehen wieder, jetzt reite ich keine Attacke gegen die Mutter, es ist nur ein aktuelles Beispiel. Ja? Kindsmutter verdient 1200 Euro im Monat, bekommt dann den Kindesunterhalt des Kindsvaters mit 620 Euro dazu.
Dann kommt noch der Kinderzuschlag dazu, pro Kind mit ca. 190 Euro. Das ergibt dann eine Summe von 2.200 Euro netto. Dann rechnen wir jetzt fairerweise bei der Kindsmutter auch noch einmal die Miete und das Auto mit 600 Euro weg. Dann bleiben der Kindsmutter 1.600 Euro zum Leben. Sie hat die Kinder, das ist klar. Ja. Und jetzt frage ich mich, wo bleibt da die Gleichberechtigung und wie stellt man sich denn vor, dass der Vater sich, also er selber leben soll und wie er seinen Kindern ein annehmbares Leben bieten soll. Und dann auf seine Gesundheit achten soll. Oder? Auf die Gesundheit von sich, auf die Gesundheit der Kinder. Und damit die Kinder was unternehmen sollen. Genau. Und das ist für mich so ein Widerspruch in sich. Auf der anderen Seite sagt man dann, ja, der Vater unternimmt mit seinen Kindern nichts. Ja, wie soll er denn mit 190 Euro im Monat? Da kann er gerade, wenn es normal runtergeht, alle zwei Wochen ja die Kinder hat, kann er gerade schauen, dass er in den zwei Wochen, wo er das Kind mit hat, ich weiß es aus eigener Erfahrung, bei mir ist es am Anfang nach meiner Scheidung auch so gegangen, wo ich für meine Ex-Frau einen Unterhalt gezahlt habe. Da hast du wirklich zusammengespart, die zwei Wochen, bis das Kind wieder da war, mein Sohn ist jetzt 10 Jahre, hast wirklich zusammengespart, die zwei Wochen, damit du dann am Wochenende deinem Kind, wenn er bei dir war, was bieten hast können. Und da hätte ich ganz gern einen Lösungsansatz, ich weiß schon, dass wir ihn heute nicht finden werden, aber ich hätte gern, dass man mit diesem Gedanken, dass da was geändert gehört, von der heutigen Veranstaltung ausgeht und vielleicht darüber nachdenkt. Und auch bei der Residenz, alle sagen, alle Kosten laufend, ganz einfach. Der mehr verdient, zahlt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Simpel, intelligent, clever, ja. Ganz einfach. Ja, das ist so. Ich bin zufrieden und alles glücklich, ja. Aber die Mutter hat lieber geredet, ich weiß. Nein. Ja, also ist der Tag der Kinderrechte. Und abgesehen davon, ich weiß nicht, oft ist es ja so, das, was ich anfangs gesagt habe, also, dass die Frauen sich viel mehr in die Familienarbeit einbringen und dadurch weniger in die Erwerbsarbeit das war gehen. So. Nein, ich habe die aktuellen Zahlen. Frauen arbeiten die Woche 45,7 Stunden, bezahlt 18,7 und unbezahlt 27. Das heißt, die Familien arbeiten meistens bei den Frauen. Männer arbeiten 41 Stunden, also das sind statistische Daten, weniger als Frauen. 30 bezahlte und 11 Stunden unbezahlt. Also das heißt, in der Familienarbeit, dieser Arbeit, die nicht bezahlt wird, weniger. Das bedingt die Tatsache, dass Frauen von Armut im Alter viel mehr betroffen sind, weil die sind sofort bereit, Teilzeitbeschäftigungen einzugehen oder gar nicht mehr arbeiten zu gehen und sind dann abhängig von einem gewissen Unterhalt. Also das ist eine Tatsache. Aber primär geht es mir beim Unterhalt darum, dass jeder Vater oder Mutter nach seinen Möglichkeiten das Kind unterstützt. Und da denke ich, hat der Gesetzgeber diese Regelung getroffen. Und der Gesetzgeber ist ja gar nicht interessiert daran, dass Ehen scheitern. Das ist ja nicht das Ziel des Gesetzgebers, sondern dass, der Gesetzgeber ist ja daran interessiert, dass diese Ehen beständig halten oder dass sie dementsprechend langfristig halten oder auch als Wirtschaftsgemeinschaft halten. Aber wenn das nicht geht, dann ist es Pflicht auch dessen, der arbeiten geht, dass er einen Unterhalt zahlt. Und dessen muss man sich bewusst sein. Das muss man sich auch bei der Ehe schon bewusst sein, was man da letztendlich auch eingeht. Ich finde, es ist zu unterscheiden zwischen einem Vater, der einfach nur Alimente zahlt und Freizeit genießt. Und nebenbei möchte ich noch erwähnen, dass die meisten Frauen, also dass die Alleinerzieherin, jede zweite Alleinerzieherin gar keinen Unterhalt kriegt. Also das möchte ich an dieser Stelle auch hervorstreiten und dass da der Staat einspringt mit Unterhaltsvorschuss. Also über das Thema brauchen wir nicht reden, weil da sind die Frauen eindeutig in der Loser-Position. Deshalb plädiere ich für jede Frau, deshalb
ist es das auch frauenpolitisch für mich ein wichtiges Anliegen, dass jede Frau auch selbstständig und eigenständig ist. Das ist als frauenpolitisch für mich ganz ein wesentlicher Punkt. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wesentlich, dass eine Erziehung partnerschaftlich erfolgen kann. Weil sonst werden wir in der Frauenpolitik nicht weiterkommen und diesen Equal Pay Day noch in 200 Jahren im Oktober begehen, wo er halt, das heißt, wo der Mann schon das Gehalt hat, was die Frauen noch bis Ende des Jahres erarbeiten müssen. Also das sind genau diese frauenpolitischen Themen. Gut, da habe ich noch eine Wortmeldung an. Ja, bitte. Was ich schon ein bisschen vermisse, eigentlich der Einladung ist gestanden, die Auswirkung von Trennung auf die Vater-Kind-Beziehung. Und eigentlich dieses Thema der Vater-Kind-Beziehung ist eigentlich für mich noch viel zu wenig angesprochen worden. Was macht die Vater-Kind-Beziehung aus? Was kann ich als Vater aktiv dafür tun? Wo sind Gefahren, dass die Vater-Kind-Beziehung scheitern kann? Oder das war eigentlich abrutscht. Also da hätte ich gerne bei so einem hochkarätigen Boden. Gut, das war eigentlich die Eingangsfrage. War die Eingangsfrage. Und ich nehme das jetzt gerne auf und mache jetzt das als Abschlussfrage. Damit wir die Entschuldigung. Darf ich noch ergänzen? Ja. Frage, nur fachlich da. Ja. Vielleicht an die Fachpsychologen am Podium. Macht es einen Unterschied in der entwicklungspsychologischen Betrachtung, also psychisch-emotional betrachtet, ob die Kinder in einer sehr konfliktbelasteten Beziehung bleiben, in der Familie bleiben, oder ob die Trennung schwerwiegender sich auswirkt? Vielleicht könnte man doch noch ein paar Worte dazu sagen. Danke. So, ich mache das jetzt bitte als Abschlussfrage. Danke dafür. Die Frage ist jetzt, ob es gescheit ist, zu streiten und zusammenzubleiben oder sich. Oder was? Nein. Also, die Vater-Kind-Beziehung. Also das ist jetzt was macht der Trennung mit der Vater-Kind-Beziehung? Wo sind Fallen? Was kann man als Vater tun, um diese zu fördern in der heutigen Zeit mit den Rahmenbedingungen? Also, wie wir ja heute mitgekriegt haben, gibt es ja nicht so die Trennung, sondern Trennung kann ja viel sein. Ja? Und ich glaube, wenn es darum geht, die Vater-Kind- oder die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern, ist es wichtig, dass die Eltern eine gemeinsame Realität entwickeln, die sie dem Kind, ja, genau, eine gemeinsame Realität entwickeln, die man dem Kind mitteilen kann. Und sollte es eben schwierig sein oder in Richtung Eskalation gehen, ich glaube, liegt es an jedem selber, Deeskalationsstrategien anzuwenden. Und die Wahrheit sagt sich jetzt leichter, als es im Alltag ist. Ja? Deeskalationsstrategien deshalb anzuwenden, damit beide wieder runterkommen, damit man wieder sich auf einer neuen Ebene treffen kann. Also für mich manchmal traurig, ja, wenn ein Vater knapp davor steht, sozusagen, okay, jetzt sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich gebe jetzt auf, ja. Habe ich ein sehr ist Unbehagen auch bei mir, ja, wenn man denkt, okay, ein Kind verliert wieder einen Teil. Und darum, also in solchen Fällen sage ich halt einfach, wenn es momentan nicht mehr geht, aufgrund seiner eigenen Grenzen, ja, dass man halt versucht, trotzdem briefliche Kontakte, Fotos schicken, kleine Nachrichten, ich weiß schon, manchmal kommen sie auch nicht an, ja? Aber es gibt auch, ja, aber so Kleinigkeiten, wo man halt versucht, einen Kontakt aufrechtzuerhalten über Briefe, dann ja, sind eh schon alle, also wenn es Ämter sind alle auf Facebook, ja, jetzt, das ist jetzt nicht der Tipp, alle, aber Jugendliche, ne, ich, letztens hat der Vater gesagt, ich bitte keine Bilder raufstellen, ja, das gibt wieder, ist ja nicht so geschickt, aber wenn sie sozusagen oben sind am Portal, ja, manchmal beginnen ja die Kinder dann auch wieder zu suchen, ne, und insoweit, ich bin nicht so Internet Befürworter, aber sage ich mal, da gibt es vielleicht Ansatzpunkte, wo die Kinder dann auch suchen können. Also bei entfremdeten Kindern zum Beispiel. Ne? Ja. Und nicht aufgeben, würde ich trotzdem sagen. Und ja. Das ist der falsche Ansatz, ja. Aber das ist jetzt Kapitulation. Bitte? Das ist Kapitulation. Also, weil ich will nicht, ich meine, ich habe
ja, mein Kind ist 8 Jahre alt, 3 Jahre schon vergangen, 3 Jahre habe ich schon verloren. Ja. Und ich soll jetzt vielleicht noch 3 Jahre warten, prozessieren, also ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe schon überlegt, das Kind aufzugeben, damit es endlich Frieden gibt, aber das kann ich nicht, weil ich mein Kind liebe. Ja. Ich kann nicht telefonieren, ich kann ja mal so am Geburtstag Wünsche äußern, weder telefonisch noch persönlich. Zu Weihnachten darf ich nicht sehen, also das ist Horror. Ja, und es gibt keine Folgen für diese Mutter. Sie kann das machen. Dann wird der Rechtsanwalt, der liegt das einfach die Gesetzesrahmen vollkommen aus, es ist veraltet, altmodisch und das läuft so. Darf ich doch was fragen? Ist die Ehe aus Ihrem Verschulden geschieden worden? Nein. Aha, das ist schon sehr interessant, was ich da höre. Nein. Am Vorlauf meiner Familie, der Vater, sie haben sich zwei getrennt, ja. Und da war es eben so, dass die Mutter Pädagogin ist, also sprich Kindergärtnerin. Und der Vater hat auch für seine Kinder gekämpft und hat dann im Endeffekt aufgegeben. Er hat gesagt, er ist schon hingefahren, aber vor Gericht hat er aufgegeben. Und er ist immer hingefahren und hat versucht, die Kinder zu sehen. Ja? Und es war ein 5-Jähriger und ein 8-Jähriger und der andere war 4 Jahre. Und der 8-Jährige, der war halt sozusagen der Mann im Haus und der 4-Jährige, der hat immer einen guten Bezug gehabt. Jetzt sind die Kinder mittlerweile 16 und 20. Der 16-Jährige Kind jetzt zum Bord. Ich habe eine Tochter, die ist 28. Vor 20 Jahren hatte ich dasselbe, die gleiche Situation, aber dann Obsorge direkt gewonnen. Die Folge, die Tochter hat bis heute keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Und wenn ich jetzt stehe von dem gleichen Dilemma, was mache ich? Kind aufgeben oder weiterkämpfen? Ich kämpfe, kann sein, dass er sonst auch die Mutter verliert. Ja? Ich kriege Gänsehaut jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, ja, was soll ich tun? Was soll ich wirklich tun? Ich habe Mittel, ich bin, glaube ich, nicht geblöd, ja, aber ich begleite das Gericht, es gibt nichts zu leiten, aber ich darf es nicht. Ich darf es nicht, weil ich wollte das nicht. Vielleicht, wenn wir zuerst so zum Gleichstellung und so und Ausgleich, und Sie Unterhalt angesprochen haben, nur damit man da sieht, das ist halt einfach, das Verhältnis ist nicht gegeben. Nichtbezahlung des Unterhalts ist gerichtlich strafbar. Das, was da passiert, sozusagen Kontaktverweigerung, nicht. Und diese Balance ist da auch nicht gegeben. Also das Kind braucht existenzielle Grundlagen und hat emotionale Bedürfnisse. Und wenn eines nicht erfüllt wird, und das entspricht nicht der Rechtslage, dann kehren beide Sachen bestraft. Herr Costicella, ich möchte mich abschließend für die Einladung bedanken. Ich möchte mich denen bedanken für diese respektvolle, spannende, lebendige Diskussion. Die Bedeutung des Vaters ist abhängig vom Entwicklungsstadium, in dem sich das Kind befindet. Es ist ein Unterschied, ob das Kind den Papa verliert mit 1 Jahr, mit 3 Jahren in der Pubertät oder als Erwachsener. Wir wissen aber schon sehr genau, wie wichtig die Vater-Vater und die Beziehung zum Vater sowohl für das Mädchen als auch für den Sohn sind, für die Identitätsbindung und für die Beziehungsgestaltung in späteren Lebensjahren. Aber nicht nur Vater und Mutter spielen eine große Rolle, sondern eben auch Bezugspersonen, Bezugsumgebung. Wer sich mit diesem Thema, wie sich Kind, Familie, Gesellschaft nicht nur wandeln, beziehungsweise sich auch aktuell konstellieren, wirklich kompetent nachlesen will, ich erlaube mir ein Buch zu empfehlen von Herrn Martin Dornes, Die Modernisierung der Gesellschaft. Da ist all das drinnen, was aktuell wir wissen über die Beziehung zwischen den Vätern, den Kindern, wie sich Familie in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden entwickelt hat, wie die Beziehung gestaltet werden soll und vor allem Risikofaktor Scheidung ist ja ausführlich diskutiert. Martin Dornes, Die Modernisierung der Seele. Danke. Ja, ich möchte auch sagen, danke für die Einladung, weil es ist doch ein Spektrum von verschiedensten neuen Blickpunkten auf
der auf mich jetzt einwirkt, oder teilweise sind es ja Vorwürfe, dass wir zwar Gesetze haben, die aber dann in anderer Form ausgelegt werden oder die sehr individuell oft interpretiert werden und dann zu Ungunsten wessen auch immer. Ich meine, ich denke halt, dass es für Müttern Blickpunkte gibt, die nicht in Ordnung sind. Heute haben wir halt diesen Aspekt betrachtet und für mich ist es sehr bereichernd. Also ich habe auch sehr viel mitnotiert und ich habe auch einige Punkte, die ich für sehr klug halte. Also diese im Falle der Trennung eine professionelle Beratung oder Mediation oder Inanspruchnahme einer professionellen Unterstützung halte ich für sehr klug. Also das wäre etwas, was wir aufnehmen könnten. Auch der Anregung, die Sie jetzt gerade gesagt haben, der Kontaktverweigerung, wenn sie jetzt wirklich mutwillig ist, dass man da strengere Maßnahmen setzen kann, auch das ist bei mir, sagen wir, der Samen ist gesät. Jetzt muss ich mal schauen, wie sich das entwickelt. Das muss man natürlich auch abwägen. Es sind ja viele verschiedene Punkte, die hier auch abzuwägen sind. Aber insgesamt möchte ich sagen, dass die Diskussion sehr fruchtbringend ist und sehr konstruktiv ist und auch zeigt, in welchem gesellschaftlichen Wandel wir sind, dass eine Wahrheit der Erziehung vor 10 Jahren nicht mehr eine Wahrheit ist, die heute noch gültig ist oder die in den nächsten Jahren gültig sein wird. Deshalb für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieser ständigen Weiterentwicklung, der ständigen Fortbildung und Informationsweitergabe, vor allem jenen, die damit zu tun haben. Und das sind aus meiner Sicht eben die Mitarbeiter in den Sozialämtern ganz, ganz wesentlich, aber auch in juristischen Kreisen ganz, ganz wesentlich. Und darüber hinaus natürlich alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und da ist die Gesellschaft momentan wirklich enorm dynamisch. Und diese Beziehungsfähigkeit der stabilen Beziehungen, die entwickelt sich zurück. Also das sieht man auch an den statistischen Zahlen, dass es stabile Beziehungen immer weniger gibt. Also dass das einfach ein Trend unserer Zeit ist. Und dass wir dementsprechend auch dafür ausgerüstet sein müssen, damit umzugehen. Grundsätzlich halte ich es für ganz, ganz wesentlich, dass Väter sich in die Erziehung einbringen, nach meiner Vorstellung noch viel, viel mehr. Und in solchen speziellen Fällen, in Konfliktfällen, ist das einfach individuell sehr schwierig, aber von Seiten der gesetzlichen Grundlagen müssen wir also vor allem, also was jetzt Beratungen betrifft und auch die Kontakteaufnahmen, das ist etwas, was ich für sehr wesentlich halte und für das ich mich auch einsetzen werde. Danke. Ich möchte mich auch für die Einladung bedanken. Ich meine, dass das doch einiges bringt, dass wir uns da hier auf verschiedenen Ebenen austauschen. Und abschließend möchte ich den Vätern noch etwas raten, den betroffenen Vätern, und zwar, dass sie alles tun, damit der Kontakt zu ihrem Kind aufrecht bleibt, egal was passiert. Und das ist aus zweierlei Hinsicht wichtig. Das ist für das Kind wichtig, das ist aber auch für den Vater wichtig, dass er nicht resigniert, weil wenn er resigniert, erlebt das Kind den Vater resignierend und das ist die nächste Traumatisierung. Und das traumatisiert sogar, wenn Vater und Kind gar keinen Kontakt haben. Das Kind spürt, dass der Vater sich für das Kind interessiert. Und das sollte man niemals aufgeben. Man kann in den Kampf aufgeben, aber niemals das Kind. Okay, danke. Ich darf mich auch recht herzlich bedanken für die Einladung. Ich habe mir da zwei große Begriffe hingeschrieben zu diesem Thema. Das kann mich Dr. Asper nicht anschließen, der Dialog, der Kontakt, der Vater soll nie aufgeben. Und wenn man Dr. Dolinar gehört hat, es irgendwann wandelt sich etwas zum Guten. Das habe ich in meiner jahrzehntelangen Beratungstätigkeit oft genug erlebt.
auch wenn es aussichtslos ausgeschaut hat. Die Väter sollen nicht aufgeben, die Väter sollen konstruktiv versuchen, Kontakt zu halten, auch wenn es jahrelang nicht gut ausschaut. Irgendwann wandelt sich etwas zum Guten. Dankeschön. Danke. Ja, auch herzlichen Dank von mir zur Einladung. Vom Beruf her ist der Dialog eigentlich mein Job. Ich bin Hauptunternehmensberater, da geht es eigentlich immer um Dialogsituationen und man holt mich, wenn es um Konflikte geht. Meistens, und da kommt es ja dann zum Rosenkrieg, und da sind dann die Konflikte, wo es eigentlich nur mehr um Positionen geht. Und teilweise höre ich das heute auch heraus, wie viel Tag, wir kämpfen Stunden, Minuten, Tage, Uhrzeiten, Orte, Plätze. Mein Tipp einfach, das Spiel wird nicht funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, ändert das Spiel. Schauen Sie einmal auf, was ist denn eigentlich das Interesse? Es geht darum, eine Beziehung zu einem Kind zu haben. Es geht darum, und das ist das Wichtigste, das Gemeinsame. Und stellen Sie das in Ihre Diskussion. Ändern Sie die Qualität im Dialog, in der Kommunikation. Vielleicht was ich ein Buchtipp geben, und möchte ich auch zwei mitgeben. Rosenberg, Marshall B. Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation. Ist eine wunderbare Möglichkeit, einmal über Dinge zu reden, wo wirklich die Emotion herausgenommen werden kann. Und genauso auch das Harvard-Konzept, das erklärt das auch ganz gut, wo man sich eigentlich einmal befreit von nicht um Positionen kämpft, weil die sind, um die geht es ja gar nicht. Auf die schauen wir, sondern einmal schaut, wo sind denn wirklich die Interessen. Und da kann es einfach auch ein Weg sein, in der Mediation wird das ja genau gemacht. Dass man also schaut, was ist das Interesse dahinter und wo kommt da hin. Und dann wird es vielleicht bei dem Ex-Partner auch leichter ein Verständnis dafür zu geben und auch positive Ergebnisse finden. Deshalb, geben Sie nicht auf zu kämpfen, aber ändern Sie die Spielregeln, ändern Sie die Qualität. Vor allem bringen Sie auch Qualität ein, die nicht auf der Emotion, sondern wirklich auf dem Interesse ist. Und ich glaube, alle Ihre Ex-Frauen oder auch die Ex-Männer, die gibt es genauso böse, ich will da gar nichts in die Ecke schieben. Am Ende des Tages steht, glaube ich, doch für jeden das Interesse des Kindes im Vordergrund. Und wenn man das gemeinsam wieder schafft, kann es eine Möglichkeit sein. Tut es jetzt nicht immer. Aber vielleicht kann es ein guter Ansatz sein, die Qualität wieder besser hineinzubringen. Okay. Ja, jeder von uns also hat seine eigene Geschichte, gell? Und es gibt also kein Modell, wo man sagt, genau so muss das machen und dann funktioniert das. Aber ich glaube, das ist ganz wesentlich, was wir jetzt gerade auch da gehört haben, und unser Kontakt suchen, nicht aufgeben, Dialog suchen. Und ich glaube auch, dass man über den Dialog dann zu Möglichkeiten kommt. Eine dieser Möglichkeiten wäre dann auch also die Mediation. Und noch einmal, wie ich schon am Anfang angeführt habe, die Großzügigkeit, die kann halt also von heute auf morgen unüberwindbare Probleme lösen. Das ist so, ich habe das selber erlebt. Aber noch einmal gesagt, jeder hat seine eigene Geschichte. Ich möchte dieses Modell jetzt nicht da als das Um und Auf verkaufen. Ich möchte aber mitgeben, vielleicht sollte man auch authentisch bleiben als Vater, nicht in diesen Schmerz, nicht in diese Trauer verfallen. Ja, einfach diesen positiven Gedanken beibehalten, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist. Danke. Ich möchte mich jetzt abschließend wirklich bei allen bedanken für die aktiven Beiträge, die von Seiten der Zuhörer gekommen sind, für die rege Diskussionsanteilnahme der Podiumsgäste, der, wie auch viel zitiert gesagt worden ist, wirklich hochqualifizierten Podiumsgäste. Ich möchte abschließend sagen, wenn wirklich da heute eine Saat hinausgetragen wird, die bei dem Regenwetter dürfte es vielleicht bald einmal aufgehen, wenn da wirklich heute von dieser Veranstaltung am Internationalen Männertag eine Saat hinausgetragen wird, die dann aufgeht mit gemeinsamer Arbeit zum Wohl der Kinder,
dann haben wir das Ziel dieser Veranstaltung erreicht. Möchte jetzt abschließend, wie versprochen, die Bianca und die Kimi noch zu ihrem Abschlusstanz hereinbitten und möchte dann die Veranstaltung beschließen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und gute Einreise. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Platz. Das ist eine Blume, die nur